So, dann brauchen wir 4 blaue Kisten. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir 4 lila Kisten. 1, 2, 3, weil wir schon eine haben. Du, 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 Baum weg. Du. Lila Kiste. Du, du. Und damit... Oh, wir brauchen blaue Ärmchen. Damit müssten wir jetzt eigentlich genug haben. Also genug neue Schmelzöfen, um den Überschuss an Eisenerz auszugleichen. Wir müssen nur die alle erstmal noch händisch einstellen auf 100. Was ist das für ein komisches Ding da gewesen neben dem... Das da. Ach, Fisch. Ich will keinen Fisch, danke. Du da, du da. So. Ihr habt allerdings alle keine Chips. Das heißt, es könnte energietechnisch ein Problem geben. Oh, was passiert da gerade? Ah, die Akkus werden leergezogen. Aber nicht so viel. Aber ja, ich muss weiter, ne? Grüne Chips. Wollen wir 2 davon herstellen? Ne, ist ein bisschen zu dekadent. Ich glaube, die Tech 2 Sachen benutze ich erst, wenn wir wirklich alle mit Vollgrün besetzt haben. Und auch alle Fabriken oben Vollgrün besetzt haben. Was auch nicht der Fall ist. Du. Nicht du. Du. Ah. Also der Akku hat super gehalten. Ist ganz kurz angesprungen, als wenn die Nacht nur 10 Sekunden gedauert hätte. Und jetzt kriegen wir wieder Unterstützung durch die Solarpanels und alles läuft. Okay. Das heißt, auch die ganzen neuen Schmelzöfen tangieren das nicht so sehr, wie ich dachte. Und sie werden es schon gar nicht tangieren, wenn erstmal hier überall grüne Chips drin sind. Okay. Gucken wir hin. Wir haben 230 Eisenerz im System. Jetzt wuseln wir ein bisschen rum, klauen ein bisschen Stahl, drangsalieren Roboter. Dich kann ich mal mitnehmen. Drangsalieren Roboter und gucken dann, ob immer noch 230 im System sind. Mwahaha. So, ich hätte gerne... Das wollten wir hier oben noch alles abbauen, ne? Zu viel zu tun. Weg, 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 weg. Mit. Ach so, und euch... Komische Kisten mit ganz viel Zeug. Euch kann ich mal zu aktiven Kisten umbauen. Abbrechen. Zu aktiven Kisten umbauen, damit ihr einfach eingelagert werdet. Das ist irre praktisch. Wenn ihr denn... Das habe ich schon mal versucht, oder? Glaube schon. Bau mal noch ein Roboport, bitte. Das ist nur ein temporärer Roboport. Der wird nur kurz hier hingesetzt, um die Dinger da zu entleeren. Du auch noch, hm? Okay, noch eine lila Kiste. So, temporärer Roboport. Bam. Lila Kiste, bam. Die Kisten weg. Und jetzt müssten alle Roboter was zu tun haben. Jupp. Da kommen ganz viele, ganz, ganz viele. Und sie holen lauter Zeug, das kein Mensch mehr braucht. Wobei wir die Boiler auch mit Brennstoffzellen befüllen können und nicht nur mit Kohle. Aber, ne. Wir haben keine Möglichkeit mehr, die herzustellen, oder wir wollen keine Möglichkeit mehr haben, die herzustellen. Also macht das auch keinen Sinn. Ich hätte jetzt gerne Platz in irgendeiner Kiste. Könntet ihr dafür... Ah, hier. Holz weg, Eisenerz weg, das weg. Kohle weg. Schwefel weg. Alte, komische Masten weg. Fließbänder weg. 52 Eisenchests weg. Okay, ein paar kann ich behalten, aber... So. Das macht ihr bitte leer. Und danach kann der Roboter theoretisch weg. Akku hält. Okay. Wir haben wieder keinen Stahl, weil ich einen Roboport... Oh. Ich habe 100 Stahl. Hm. Das ist sehr komisch. Also Zeit ist vergangen. Gucken wir mal. Bei der Kiste. Wir haben 230 Erz im System. War das vorher 230 oder 320? Ich guck mal, wir haben jetzt 240. Geht runter, geht hoch, geht runter, geht hoch. Ist einigermaßen stabil. Okay, wenn es stabil ist, dann können wir weitermachen. Wir gehen jetzt wieder nach oben, bauen 5 neue Drills. Dann gehen wir nach unten und bauen so 3, 4 neue Schmelzen. Und gucken, wie sich das so die Waage hält. Einzugsgebiet,
Einfach hier auf der Höhe. Okay, ich brauche lila Kisten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Miep, miep. So. Damit haben wir jetzt wieder ein Plus, was Erz angeht. Wollen wir gleich noch mehr bauen? Oh, warte, du kannst auf dieselbe Kiste befüllen. Ah. Das ist sogar einigermaßen sinnvoll. Ah, au. Es tut weh, aber ich tue es einfach für die Effizienz. So. Also ja, da kommen gleich auch noch welche hin und den baue ich auch kurz um. Auch wenn das ebenfalls ein bisschen weh tut. Aber wat mut dat mut. So. Zwei davon hätte ich noch gerne. Du befüllst die Kiste mit. Baum weg. Und du befüllst die Kiste mit. So, noch viel mehr Eisenerz. Schön, haben wir noch Schmelzöfen? Ein. Einer wird nicht reichen. Ich hätte gern noch drei. Dann klauen wir abermals Stahl. Und gucken dann weiter. Also bisher muss ich sagen, das läuft super gut. Akku hält. Nachts ist es ein bisschen problematisch, aber das war es immer schon. Vor allem, weil wir keine neuen Solarzellen bauen. Aber es klappt. Und vor allem auch trotzdem, dass wir gerade alle Roboter auslasten mit irgendwelchen total blödsinnigen Aufträgen. Trotzdem hält der Strom, das ist super. Und wir kriegen Stahl en masse. Ich bin schon wieder fast versucht, das ans System anzuschließen, damit wir mehr rote Chips und so bekommen. Oh, ist so schön, so viel Stahl zu haben. Ich... Ja, okay, was soll's. Du wirst wieder eine passive Provider-Chest und das System bekommt wieder Stahl. So wie es halt braucht. Okay. Du kannst weg, du kannst weg. Was machen wir jetzt? Genau, wir wollten die Schmelzöfen aufbauen hier unten. Wow. Das sind irgendwie schon viele. Sieht doof aus. Also, ja, man kann aus einer Kiste theoretisch bis zu vier Schmelzöfen befüllen. Aber es sieht meistens doof aus. Ich versuche gerade hier so ein bisschen was zu machen. Aber nee. Für mich sieht das unangebracht aus und das will ich nicht. Und das muss für mich gut aussehen. Also mache ich das so, wie ich es machen will. Da lang. Das heißt, wir verschwenden jetzt wieder mal Kisten. Da lang, da lang, da lang. Und zwar... Du, weg mit dir. Habe ich nicht gerade... Ah, okay. Da. Die gehören... Problem. Ihr schummelt, ihr dürft da gar nicht bauen. Da gehören die neuen Fabriken hin. Okay, sorry, du musst weg. Du auch, du auch, du auch. Nee, es geht nicht. Das heißt, ich muss dann Abstand halten zwischen den Blöcken. Das ist auch doof. Aber na gut, du kriegst eine aktive Kiste wieder. Du kriegst wieder die Requester-Chests. Ist alles nichts passiert. Ich war nicht hier. Das heißt, ein Block Abstand und hier dann wieder erst die Dinger hin. Das Kupfererz. Ist doch alles doof. So, so. Da und da. Okay. Ich brauche mir lila Kisten. 1, 2, 3. Ich brauche mir blaue Kisten. 1, 2, 3, 4. Und ich brauche da unten Roboport. Nicht ernsthaft, oder? Doch. Okay. Nö, das hätte sich dann auch erledigt. Ich will nicht schon wieder einen Roboport bauen und zig Tonnen Stahl verballern. Das heißt, hier oben. Ja, ich hätte gern... Da ist wieder kein Strom. Das sind echt ganz schön komische Verhältnisse hier. So, du. Da, da. Da, da. Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Eisenerz. 100 Stück. Eisenerz.
100 Stück. Und ihr Jungs, ihr kriegt keine Fließbänder mehr. Wir machen das Ganze jetzt auch für Kupfer. Weg, weg, alles weg hier. Ich will eine ordentliche Fabrik. Weg. Oh, oh, Angriff. Zerstört, was? Warte mal, aufräumen. Wie könnt ihr es... Oh. Wir hauen sogar richtig gut rein. Warte mal. Hab ich noch Muni? Ja, 14 Schuss von dem guten Zeug. Die knabbern die ganze Wand lang. Oh, oh. Oh, oh. Überall keine... Kacke. Ein blauer. Okay. Ja, soll sie nicht auf seine eigenen Sachen schießen. Okay. So viel dazu, dass der Feind ruhig ist, hm? Ist das alles im Robopop-Bereich? Was? Angriff? Oh, Angriff. Ist alles gut? Okay. Das müssten sie jetzt neu aufbauen. Ich muss jetzt eigentlich nur in eine Storage Chest die Mauern reinwerfen, genau. Und Akkus gleich. Und ich muss das Muster weiterbauen. Ganz schnell muss ich das Muster weiterbauen. Hier müssen Türme hin. Oh, und die Dinger müssen wir auch in die Storage Chest gleich schmeißen. So. Alles füllen. Lasertürme hatte ich dabei, ne? Ja, okay. Du, ein Abstand dahin. Du, ein Abstand dahin. Du, ein Abstand dahin. Bäume weg. Mauern her. Achso, so sollte das hier aussehen. Ah, meine Spitzhacke ist kaputt. Her damit. So. Okay, erstmal Hauptsache Mauern da. Und Mauern alle. Ja, okay. Also die westliche Basis ist wieder im Angriffsmodus. Ich schmeiße jetzt mal die Sachen in das Lagersystem, damit die Roboter hier reparieren können. Also Storage Chests waren da unten. Runter, 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 runter. Akkus, 10 Stück. Strommasten, ein paar. So, wo ist Platz? Da ist Platz. Also, Akkumulatoren dahin. Strommasten dahin. Ja, das war's schon. Haben wir noch Stein? Ja, dezent. Bitte stell Mauern her. Achso, und die gute Munition. Unter was waren Mauern? Verteidigungsanlagen? Ja, da. Mauer, 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 Mauer. So, das müssten die Roboter jetzt eigentlich in Ordnung bringen. Das heißt, wir können da oben die Kupferkiste klauen. Können das hier alles abbauen. So. Und können jetzt hier die Kisten hinbauen, die ich haben wollte. Achso, falsche Seite. So. 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 Ärmchen. So, genau. Du gibst Kupferplatten ins System. Obwohl, Papmann, du solltest wirklich nur eine passive Kiste sein. Und du hättest gerne Kupfererz zur Abwechslung. Du hättest gerne auch Kupfererz zur Abwechslung. Und wir folgen jetzt diesem langen Ding hier. Bis zu seinem Ursprung. Weg, 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 weg. Und ja, wir sammeln eigentlich alles ein und hauen uns hier gleich in die Kisten rein. Du, rein mit dir. Eisenerz. Hier rein. So, weg. Und dann da, wo das Kupfererz selber ist und die Mining Drills, die das Kupfer abbauen, da machen wir dann wieder Provider Chests hin.
Wobei ich irgendwie den Verdacht habe, dass da wieder keine Roboport-Abdeckung ist. Aber das müssen wir dann gucken, wenn dem wirklich so ist. Das war hier oben gleich, oder? Ja, hier ist das. Ah, doch, schaut gut aus, oder? Nee. Genau da ist keine Roboport-Abdeckung. Ist nicht schlimm. Wir bauen einfach die Fließbänder wieder auf, und zwar bis hier. Und dann werden die hier abgeholt. So, Ärmchen. Ah, Angriff. Aktive Kiste, aktive Kiste. Hochgucken. Aber eigentlich müssten die Lasertürme das jetzt schaffen. Die haben wieder an der gleichen Stelle angegriffen, ne? Oh, genau. Lasertürme. Strom. Da war was. Okay, zwei Solarpanels bauen. Hey, ich sehe nichts. Und ich hätte gerne die Construction-Dingens. Wo ist der Roboport? Da ist der Roboport. Ich hätte gerne die ganzen Bäume hier weg. Und die ganzen Bäume hier weg. Und die ganzen Bäume hier weg. Die ganzen Bäume hier weg. So, habt ihr noch mehr zu tun. Eventuell sollte ich auch demnächst die anderen Roboter bauen, damit wir mehr Reparierer haben. Und was sagt Eisen im System? 1800 Eisenerz im System. Okay, Problem. Wir brauchen mehr Schmelzen. Vorher sollte ich allerdings das Stahl wieder so umstellen, dass nur ich das bekomme. Und dann Solarzellen bauen. Weil wenn die Jungs jetzt regelmäßig angreifen... Stahl. Wenn die Jungs wirklich regelmäßig angreifen, dann, ne? Wird der Strom so schnell weggehen, das ist dann nicht mehr feierlich. Schmelzofen, zwei Stück. Hatten wir ja Eisenschmelzöfen schon eingestellt? Ja, zwei Stück. Okay, wir brauchen mehr. So, so. Ja, komm, okay. Passive Kisten, was soll's. Passiv, passiv. Wir brauchen zwei Lila noch. Wir können keine Lila bauen, weil wir keinen Stahl haben. Was fehlt denn hier alles? See Map for Details. Achso, Roboter werden einfach nur gebraucht. 113... Bauroboter. Das könnt ihr knicken, Jungs. Ich baue keine 113 Bauroboter. Und neuer Angriff. Ich vertraue drauf. Two turrets are engaged with the enemy. Und ein Akku wird beschädigt. Aber ist ja keine Zerstörungsnachricht. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 1, 2, blaue. 1, 2, blaue. So rum, so rum. So rum, so rum. Du, Eisenerz, gib ihm. Du, Eisenerz, gib ihm. Weg, 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 weg. Okay, habt ihr schon Chips? Nö. Rein, rein. Sehr gut, was macht der Strom? Akkus sind voll. Sehr gut. Und das, obwohl gerade Lasertürme geschossen haben. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, das Eisen müsste jetzt langsam wieder runtergehen. 1900 Eisenerz. Ja, okay. Dafür geht das Draht ganz schön schnell. Der Draht? Der Draht. Der Kupferdrahtvorrat geht ganz schön schnell runter. Der war schon auf mehr als 8000, definitiv. So, Lasertürme. Was brauchen wir für Lasertürme? Stahl. Okay. Stahl habe ich ja wieder nur für mich zugänglich gemacht. 44 Stahl sind 9 Lasertürme. Sehr schön. Ich hätte gerne mehr Mauern. So, die ganzen Lasertürme stellen wir gleich auf. Aber nicht in diesen Dreierblocks. Ich habe lieber überall einen Turm als nur vereinzelt Dreier. Ja, hier zum Beispiel.
Hier hätte ich ganz gerne Strom. Und ab und ab. Oh. Zweimal hintereinander falsch gesetzt. So. Und ab und an mal einen Turm. Das wäre schon echt schnieke. Warte mal. Können die Roboter hier arbeiten? Weg. Weg. So. Du. Weg, weg. So, Laserturm. Eins. Zwei. Machen wir mit einmal Abstand. Das könnte irgendwie hinhauen. So, da ist einer. Hier haben wir schon wieder keinen Strom. Wo ist unsere fiktive Ecke? Ich hänge in Bäumen fest. Nicht ernsthaft so. Fiktive Ecke. Oh, die ist da oben irgendwo. Okay. Also haben wir noch gut viel Land hier zu sichern. Brützel. Komm, mach die ganzen. Danke. So. Du dahin. Laserturm. Da. Weg. Kann gar nichts sehen. Du bist zu weit vorne. So. Ja, das haut hin. Ist ein guter Start. Also in den nächsten Folgen definitiv mehr Lasertürme, die ganzen Mauern hier zu Ende bauen und immer schön dran denken, das Stahl von unten wegzuknabbern. Also bis gleich.